Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einem besonderen, denn es geht heute um eine weitere Challenge Nuzlocke in Pokémon Platin, nämlich die erste Burnlocke. Und wie genau das funktioniert, werde ich jetzt gleich erklären, weil das Ruleset ist gar nicht mal so einfach. Es gelten zunächst mal die ganz normalen Nuzlocke-Regeln, das bedeutet, naja, ich darf pro Gebiet ein Pokémon fangen, wenn Pokémon sterben sollten, sind sie für immer verloren und wenn ich Game Over gehen sollte, ist der Run augenblicklich beendet und ich habe Pech gehabt. Und natürlich wird das Ganze gespielt im Randomizer, das heißt meine Pokémon sind Zufall, die ich fangen kann in den Wiesen und in den anderen Gebieten und die Gegner sind auch komplett randomized. Und so Sachen wie legendäre Pokémon oder Pokémon, die Nuzlocke aushebeln wie Ninja Tom und so weiter, sind natürlich auch mal wieder verboten. Die Bonusregel allerdings durch die Burnlocke ist die folgende. All meine Pokémon müssen zu jedem Zeitpunkt das Item Heißorb tragen, was sie nach einer Runde im Kampf immer verbrennen wird. Und das ist ziemlich katastrophal. Ihr müsst euch mal überlegen, was das bedeutet. Ich bekomme dann in Gen 4 zwischen den Runden immer ein Achtel meiner KP als Schaden. Das ist extrem viel, gerade für defensive Pokémon ist es praktisch das aus. Naja, und wenn ich brennen sollte, dann machen physische Moves von meinen Pokémon nur noch die Hälfte an Schaden. Außer ich habe die Fähigkeit Adrenalin, oder ich habe das Glück beispielsweise, ein Feuer-Pokémon zu finden, denn die können gar nicht brennen. Und es gibt noch einige weitere Ideen, wie man vielleicht diese ganze Mechanik hier mit dem Heißorb so ein bisschen umgehen kann und das wird die Hauptaufgabe dieses Runs sein. Und wenn ich sowas nicht hinbekomme, dann sind natürlich spezielle Angreifer die absolute Meta. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Run. Ich werde heute mal wieder Livestream-Szenen verwenden, die spannend waren, um halt dieses Video noch ein bisschen cooler zu machen. Und ich kann definitiv sagen, Pokémon Platin-Nuzlocke sind stellenweise gar nicht mal so einfach. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon. Und ich musste mich dieses Mal entscheiden zwischen Eneko, Mamutel und Tangolos. Und die Entscheidung war relativ einfach. Mamutel würde durch den Burn komplett zerstört werden, weil es physisch angreifen möchte. Eneko ist ein furchtbares Pokémon und Tangolos ist ganz solide. Es ist sehr bulky und Typ Pflanze und kann speziell angreifen, aber dadurch, dass halt auch Tangolos jede Runde Burn-Schaden fressen muss, würde es nicht allzu gut stallen können. Nach der Starterauswahl kam dann aber auch schon der erste Kampf gegen den Rivalen und das ist jetzt der einzige Kampf im gesamten Run, den ich ohne Heißorb führen darf, weil es keine Möglichkeit gibt, vor Barry hier irgendwelche Items auszurüsten. Ja, und Tangolos hatte hier zu Beginn Verwurzler, Umklammerung und Schlafpuder und damit konnte ich das gegnerische Quapsel erstaunlich gut besiegen. Barry konnte praktisch gar nichts tun, ich würde aber generell empfehlen, auch bei Challenge-Nuzlocke den ersten Kampf nicht zählen zu lassen, weil der normalerweise reines RNG ist und wenn er jetzt beispielsweise ein Feuer-Pokémon gehabt hätte, hätte ich vermutlich einfach so verloren, ohne irgendetwas tun zu können. Und das wäre natürlich ziemlich langweilig. Aber gut, benannt habe ich mein Pokémon dieses Mal nach meinem Zuschauer Benny und ihr wisst Bescheid, Freunde. Wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann habe ich hier vom Professor Eibe die TM Return bekommen. Und die ist prinzipiell ganz cool, wenn man die halt auf egal welches Pokémon praktisch ausrüsten kann. Dadurch, dass es aber ein physischer Move ist, wird das heute vielleicht gar nicht mal so spielstark sein. Tatsächlich kann man dann aber auch schon extrem viele Pokémon encountern, und ich werde euch da jetzt mal einen kleinen Überblick geben, was ich zu Beginn so gefunden habe, vor dem nächsten Rivalen-Battle in Jubelstadt. Und ich habe einen Mantax gefunden, einen Muschas, einen Kokowai, einen Nidoqueen, einen Remoraid, einen Pi, einen Samurzel und einen Lapras. Naja, nicht ganz, Kokowai ist leider nicht im Ball geblieben. Ich habe so viel Burn-Schaden bekommen beim Catch-Versuch, dass ich irgendwann fliehen musste, weil sonst meine Pokémon weggestorben wären, aber die anderen habe ich gekriegt. Man sieht hier schon diverse Wasser-Pokémon, die speziell angreifen können und primär Mantax und Lapras sind gerade richtig gut. Besonders interessant ist allerdings auch Pi, weil das wird später zu Pixie und das kann die Fähigkeit Magieschild haben, was passiven Schaden verhindert, wie beispielsweise Burn Damage. Das kann also speziell angreifen und den Heißorb praktisch ignorieren. Das könnte noch sehr interessant werden. Wo ich aber dann sehr viel Glück hatte, war beim nächsten Kampf gegen Barry rechts von Jubelstadt. Weil der hätte jetzt einfach mal ein fettes Stalos. Hätte ich hier nicht so viele Wasser-Pokémon gefunden, wie beispielsweise Mantax mit Blutstrahl, hätte ich Stalos nicht vernünftig bekämpfen können. Aber so konnte ich das Ding einfach so two-shotten, beziehungsweise fast sogar one-hitten. Und das zweite Pokémon war dann nur ein Lavita mit mal 4 Schwäche gegen Wasser. Also meine Pokémon-Auswahl hier hat mir sehr geholfen. Bevor ich jetzt aber direkt weitergegangen bin zur nächsten Arena, konnte ich jetzt erstmal noch 4 weitere Pokémon encountern und ich habe hier Dicta, Relaxo, Luminion und Kleinstein gefunden.
Dicta und Lumineon allerdings sind nicht im Ball geblieben, beziehungsweise Dicta habe ich ehrlich gesagt absichtlich getötet, weil es für den Run hier absolut schrecklich wäre und es eine reine Ballverschwendung wäre. Ja, aber Relaxo ist natürlich ziemlich gut, das ist nämlich einer der besten Tanks im gesamten Spiel. Wenn es aber die ganze Zeit geburnt ist, wird es unglaublich eingeschränkt und dann ist es selbst mit Return, was ich ja schon haben konnte hier, gar nicht mal so krass. Mit diesen neuen Pokémon im Gepäck bin ich dann aber aufgebrochen zu Fight, dem ersten Arenaleiter, und der hat jetzt drei Pokémon und hier werde ich jetzt zum ersten Mal eine Livestream-Reaktion einblenden, damit ihr mal genauer sehen könnt, wie es ist, mit dem Item Heiß Orb zu spielen. Wir kommen zum ersten Arenaleiter, der gute alte Fight, mit einem Burmi. Das ist mehr als fair. Wir leaden natürlich mit Mantax, das hat bisher sehr gut performt. Ist halt die Frage, ob ich jetzt eine Kopfnuss abfeuern möchte. Und dann den Burn habe. Aber die Kopfnuss wäre halt free, einfach. Ich mach die Kopfnuss. Wie viel Schaden macht die gegen Burmi? Ja, das ist halt schon mal nicht schlecht. Und ein Flinch. Das ist ein guter Trade. Könnte tatsächlich drin bleiben und Burmi auch besiegen, aber dann wird Mantax extrem vorbelastet und das ist wirklich unnötig. Relaxo ist natürlich eine Option. Benny hat jetzt hier nicht so viel zu melden. Jenny mit Eissplitter ist auch nicht schlecht, aber dann, ja, das ist halt physisch. Aber ich glaube, dass Jenny hier die beste Option ist gerade. Ist beim Eissplitter. Das ist ja der Pflanzenumhang. Protect Misplay, das war zu erwarten. Das sollte die KI hier relativ konstant auch machen. Damit kann sie uns aber auch ausdauern, wenn wir Pech haben. Eissplitter. Okay, kein Protect. Halber Damage jetzt, weil ich brenne. Okay. Scheinbar ist Burmi Pflanzenumhang nicht Käferpflanze. Okay. Das ist weird. Mir war tatsächlich nicht klar, dass Burmi in der Basisform ein reines Käfer-Pokémon ist. Ich dachte, das wäre schon Käferpflanze. Ja, egal. Aquaknarre. Sollte jetzt keinen Riesenunterschied machen. Das war natürlich jetzt dann ein Misplay in dem Fall. Aber wer spielt schon Burmi? Ist die Frage. Wie gesagt, Lapras würde für den Kampf hier sowieso nicht so viel helfen können. Das ist halt ein schlechteres Mantax derzeit noch. Wenn ich später mit Surfer und Ice Beam und H2O-Absorber ausgestattet sein wird, dann ist es mit meinem bestes Pokémon. Das weiß ich jetzt schon. Okay, das Misplay hat gar nicht gemattert, weil der Schaden ist perfekt aufgegangen gerade. Und jetzt ist auch ein Trankhaus. Celebi. Das ist schon wesentlich gruseliger. Du bist auf jeden Fall eine Pflanze. Das ist durchaus nicht so angenehm. Mein einzig logisches Play ist hier ein Pokémon zu opfern, weil ich will Jenny nicht riskieren in Konfusion, into Burn Damage. Nee. Dafür ist Jenny zu wichtig. Ich werde hier Murder opfern, damit Tierno einen Return abfeuern kann. Also ist Relaxo. Celebi im ersten Bosskampf ist eine Ansage. Confusion. Es hat halt auch mega die Stats, das Celebi, ne? Wir machen Psybeam. Weg mit dir. Und dann gehen wir in Tierno. Ein Wasser-Pokémon kann brennen. Wenn sie nicht brennen könnten, wäre die Challenge so viel einfacher. Amnesie lohnt sich nicht, denke ich. Achso, ist gar keine Option. Wir müssen hier mit vollem Schaden angreifen. Bodyguard ist gut. Eine verschwendete Runde. Hat Celebi auf Level 10 gelernt. Maximale Freundschaft Return ist ein bisschen OP tatsächlich im Early Game. Aber kann ich halt nur einmal abfeuern. Komm rauf da. Noch ein Trank. Ja, nicht dumm. Aber dadurch hat jetzt Fight zumindest keine Tränke mehr. Ich denke, das Matchup werden wir wohl gewinnen auf Dauer. Zum Glück nehmen wir so wenig Schaden. Er überlebt halt eiskalt nochmal. Oh, der Burn tut richtig, richtig weh. Aber ordentlich. Und wir drücken Kill. Konfusion. Und weg mit dir. Das ist das Level 14er. Wenn das Level 14er jetzt außer Kontrolle gerät, dann kann ich relativ wenig machen. Pionscora. Okay, das ist fair. Wir gehen auf jeden Fall auf Mantax sofort. Und dann sind wir hier mit einem Tod noch sehr, sehr gut und gimpflich rausgekommen. Rein in Ronny. Halbes Team brennt schon. Oder ist tot. Abschlag. Lol. Es wäre fast schon gut, wenn ich nicht bereits brennen würde. Lupfstrahl. Pionscora hat das Beste getan, um uns zu unterstützen. Bin dir sehr dankbar, Fight, aber es war leider schon zu spät. Tierno hättest du gerne mal abschlagen können. Das wäre schön gewesen. Und raus mit dir. Harter Kampf. Hätte ich Relaxo nicht, hätte ich Celebi niemals besiegen können. Ich denke, das ist klar.
Ich denke, man hat bei dem Kampf hier ganz gut gesehen, wo die Probleme von Hyzorb liegen. Selbst so mächtige Sachen wie Return von Relaxo werden einfach unglaublich abgeschwächt und sind weiß Gott nicht mehr broken, nicht mal im Early Game. Und legendäre Pokémon wie Celebi können dermaßen gefährlich sein, dass ich schnell Pokémon opfern muss. Und Remoraid werde ich so definitiv nicht wiederkriegen. Aber gut, ich durfte jetzt zumindest weitere Pokémon fangen und ich habe dann erstmal einen Miltank bekommen, was logischerweise physisch angreifen möchte, also ist das nicht gerade spielstark mit Hyzorb. Ich habe einen Oval gekriegt, was ich gerade noch nicht entwickeln kann, was aber später stark werden könnte, ist halt aber Moveset-Probleme. Und dann habe ich Zoompex gefunden, ein eher physisches Wasser-Boden-Pokémon, was aber auch speziell gespielt werden kann. Ihr könnt mir aber glauben, Freunde, für diesen Encounter hier werde ich noch dankbar sein. Ich meine, kurz darauf kam Commander Mars, die war nicht so stark, die hat nur zwei Pokémon und ist im Randomizer kaum richtiger Bossgegner. Aber dann, kurze Zeit später im Wald, musste ich einen Doppelkampf machen zusammen mit Reiser gegen Random Trainer. Und dann ist das hier passiert. Die hatten einfach ein Dialga. Und hätte ich nicht eben Zoompex gefunden mit Lehmschuss, dann hätte ich dieses Dialga praktisch überhaupt nicht angreifen können mit meinem gesamten Team. Es hätte praktisch alles resistet. Und es wäre ziemlich wahrscheinlich irgendwas gestorben. Ich meine, wie hätte ich das vernünftig wallen können, zumal hier noch ein zweiter Gegner mit am Start war und ich die ganze Zeit brenne. Dadurch, dass ich aber dieses Zoompex gefunden hatte, praktisch einen Encounter vor diesem Doppelkampf hier, den ich auch nur wahrnehmen durfte, weil es theoretisch Honigbäume gibt, wo man encountern kann, ja, konnte ich dieses Dialga dann doch besiegen, ohne tatsächlich Ressourcen zu verlieren. Und was die Encounter nach dem Ewigwald angeht, die waren halt gar nicht mal so gut. Ich habe dann einen Mogelbaum gefunden, was mit Hyzorb praktisch unspielbar ist. Ich habe einen Dicktree bekommen, was noch unspielbarer ist, einfach weil es dermaßen fragil ist. Und dann habe ich einen Frostege bekommen. Das ist ganz solide. Eis, Geist ist eine witzige Typenkombination und die Normalimmunität kann ziemlich praktisch kommen. Ja, und dann habe ich noch Absol gekriegt, was aber auch eher physisch angreifen möchte und mit Burn eher schlecht ist. Das war alles ziemlich durchwachsen. Und als ich dann in Sylvanas Arena gegangen bin, wurde ich erneut verarscht von einem Random-Trainer. Und zwar hatte der Random ein Quappo, was ich nicht vernünftig tot bekommen habe, und es hat dann eiskalt physisch mit einer Kampfattacke meinen Mantax in die Burn-Range gecrittet und umgebracht. Das war ziemlich unnötig. Und mit diesem einen Pokémon weniger muss ich dann antreten gegen Sylvana, die normalerweise die Pflanzen-Arena-Leiterin ist, und die hat jetzt drei Pokémon, und ihr Ace hat sogar eine Zitrobeere. Die könnte also recht stark sein. Bei diesem Orden hat mir aber Tangelos extrem geholfen. Sylvana hat geleadet mit einem Morlord, was ich vielfach effektiv angreifen konnte, und ich konnte sogar einmal Wachstums-Setupen, um ein bisschen mehr Schaden zu machen. Und dann ging es weiter mit einem Geowatz, was ich halt ebenfalls über Absorber one-shotten wollte. Es hat aber leider knapp überlebt und da musste ich panisch in Frostege wechseln, um Finale zu predikten, damit Tangelos nicht stirbt. Finale kam dann aber auch und ich konnte über den Geisttyp von Frostege immerhin einen Tod abwenden. Ja, und das letzte Pokémon war dann Rabautz, was ich ziemlich gut besiegen konnte über Frostege, einfach über Eissturm. Ich muss aber definitiv sagen, hätte ich diesen Geisttyp nicht gehabt mit Frostege, dann hätte ich Finale nicht wallen können, auch nicht mit Tangulos. Vor allem mit dem Burn-Schaden wäre ich ziemlich sicher draufgegangen. So eine Sprengung mit Finale, die tut schon ziemlich weh. Und was dann auch ziemlich weh getan hat, war der nächste Encounter. Ich habe nämlich in der Finstervilla dann einen Ibitak gefunden, was mal wieder mit Hyzorb absolut unbenutzbar ist. Wirklich, wirklich schlecht. Dafür war bei Jupiter in der Galaktikzentrale sehr nett, denn Jupiter hatte hier nur einen Pichu und einen Bisasam und war mal wieder kein richtiger Bossgegner. Die hatte halt einfach ebenfalls im Randomizer nur zwei Pokémon. Die nächsten paar Encounter waren dann aber auch nicht so prickelnd. Ich habe dann einen Knilz gefunden, was man zu Karpilz weiterentwickeln könnte, das ist aber ebenfalls eher ein physisches Pokémon und Pilzspore ist in Nuzlocke bei mir sowieso verboten. Dann habe ich Krakeno bekommen, was man zu Krabumps machen könnte und dem kann man Feuersturm und Hyperstrahl und Blizzard und so beibringen. Viel mehr hat das aber nicht so wirklich drauf. Und dann habe ich Domiesel bekommen, eines der sinnlosesten Pokémon, die ich hätte finden können. Das ist natürlich ebenfalls praktisch unbenutzbar. Und ich wollte die ganze Zeit einfach nur Feuer-Pokémon finden, es ist mir aber nicht geglückt. Und als ich dann bei Lamina angekommen bin, habe ich einen Entschluss gefasst. Und zwar wollte ich jetzt Dicktree leaden lassen, um irgendwas aus dem Pokémon rauszuziehen, bevor es den Burn bekommt. Und das war zumindest ein Versuch wert. Lamina hat hier begonnen mit einem Sneebel und ich habe sofort draufgehauen, bevor ich geburnt wurde und konnte dann wirklich soliden Schaden machen. Und ich habe es dann sogar geschafft hier, Sneebel einfach über Dicktree zu besiegen und einen gewissen Nutzen aus dem Pokémon zu ziehen. Das war eigentlich kein schlechter Start.
Den Rest des Kampfes konnte ich aber dann ziemlich gut zu Ende führen, einfach über Sumpex. Es kamen dann noch Vulpix und auch Raichu rein, die ich beide sehr effektiv über Sumpex angreifen konnte. Ja, und so konnte ich jetzt Diktri hier ziemlich safe auswechseln. Ich werde nicht versuchen, Diktri jetzt auf Krampf immer am Leben zu halten, aber wenn es so leicht ausgewechselt werden kann, macht es auch keinen Sinn, es sofort zu opfern. Was jetzt aber auch noch auf mich gewartet hat in Herzhofen, ist der nächste Kampf gegen Barry, der jetzt wesentlich stärker geworden ist, und der hat jetzt bereits 4 Pokémon dabei, was für den Randomizer recht bedrohlich sein kann. Und auch hier werde ich jetzt mal wieder eine kleine Live-Reaktion einbauen. Barry beginnt mit Knogger. Ich würde sagen, wir bleiben bei unserem Plan. Ich finde diesen Lead mit Diktri erstaunlich gut für die Challenge. Silberblick? Ja, kann ich jetzt noch eine Runde drin bleiben, ist die Frage. Ich habe vermutlich keinen so guten Switch in, um ehrlich zu sein. Knogger ist kein so ungefährliches Pokémon. Ja, ich habe nicht wirklich einen geilen Switch in, ne? Du hast keine Schwebe, habe ich recht? Genau, Schneemantel. Ich meine, ich hätte theoretisch Tangolos. Aber ich werde Diktri da nie wieder einwechseln können. Ich versuche weiter hier drauf zu hauen. Intensität 8. War es, denke ich, wert, oder? Oder bin ich tot? Oh nein, es war zu viel. Okay, da habe ich ihm zu viel zugemutet. Aber ist in Ordnung, dafür war Diktri die ganze Zeit da. Er sollte als Lead irgendwann sterben. Ein bisschen ärgerlich. Hätte nicht sein müssen. Wir gehen in Traco. Und Eissturm. Das Gute ist, es war der perfekte Moment für Diktri, um zu sterben, um ehrlich zu sein, weil wir werden jetzt so viele neue Pokémon bekommen, dass Diktri zu 99,9% sowieso direkt geflogen wäre nach dem Fight aus dem Team. Also ist es vollkommen okay. Balmer? Ich glaube sogar, dass das Opfern hier das perfekte Play war. Unbewusst. Balmer ist so eine Sache. Balzer ist nämlich ein Ding. Ich könnte Unheilböen einmal einsetzen. Ich könnte aber auch hart in Benny gehen. Ich gehe hart in Benny. Vielleicht brauche ich Draco nochmal. Bitte keine Verwirrung. Okay, sehr schön. Wir kriegen den Burn natürlich. Ich könnte jetzt theoretisch Megasauger einsetzen, um mich gegenzuheilen, aber Strauchler würde auch gut Damage machen. Ich mache Megasauger. Ich denke, dass er Two-Shot ist. Gehe ich von aus. Wow. Okay, das war sehr viel mehr als erwartet. Vielleicht wäre Strauchler dann doch besser gewesen, wenn ich hier Verwirrung bekomme, aber nein, ich kriege keine. Nee, dann war's perfekt. Dann doch mal Megasauger einfach. Theoretisch hätte ich hier setupen können, aber ich glaube, dass Tangolos vermutlich eh keine wirkliche Zukunft hat in dem Fight. Ich denke, dass Barry noch ein Out haben wird. Das halbe Team ist ja noch nicht revealed. Und ich wollte halt nicht so viel Burn-Schaden haben. Ja, ich hatte recht, er hat noch einen Staraptor, das ist aber nur Level 23. Wir gehen raus in Draco oder in Jenny? Ich glaube in Draco. Ich habe ein bisschen Angst vor Doppelteam-Spam bei Staraptor. Das müsste hart nicht sein, bitte. Hügelschlag. Okay, hat 25 Damage gemacht, das kann ich mir leisten. Wir machen Eissturm, Outspeeden und Two-Shotten. Mit Crit ist es One-Hit. Es reicht sogar so, wow, okay, not bad. Ich dachte, es überlebt im roten Bereich oder so. Ziemlich sicher. Bleibt noch ein Gegner übrig. Und das ist schon wieder ein Celebi. Und jetzt ist leider mein perfektes Out krass vorbelastet. Und es ist das Ace natürlich. Okay. Was ist das Play? Gaudium ist verloren. Jenny ist ziemlich verloren. Tierno ist okay. Benny ist ziemlich verloren. Okay, das ist kein gutes Matchup. Hier können viele, viele Dinge passieren. Das einzig Logische, was ich an dem Punkt noch tun kann, ist hart in Tierno zu gehen und auf ein Missplay der KI zu hoffen am besten. Genau, mit Bodyguard. Jetzt kommt der Heiß Orb und wir müssen hoffen, dass wir noch viel Damage machen. Man könnte jetzt einmal Amnesie drücken. Ja, muss ich sogar, weil ich habe Erholung. Stimmt, ich habe mittlerweile Erholung. Nee, eigentlich ist alles safe, ne? Ich kann Relaxo nicht stoppen. Nee, auf gar keinen Fall sogar. Okay, heftig, wie viel Defense ich habe. Okay, wir haben gewonnen. Das wird zwar 10 Jahre dauern, aber das ist praktisch nicht verlierbar. Ich werde das mal upspeeden, würde ich sagen. Erholung. Wir müssen immer aufpassen auf Crit, ne? Und das Coole ist halt jetzt, wenn wir aufwachen, in der Aufwachrunde, brennen wir nicht. Und deswegen ist Relaxo jetzt wirklich ein sehr interessantes Teammitglied.
an dem Punkt. Das könnte für die Challenge noch extrem bedeutsam werden. Wir haben zwar nur diesen einen Hit immer, aber der ist halt schon krass und Relaxo ist einer der besten Tanks im Spiel. Einmal Return, dann Erholung und dann Game. Und damit haben wir nur Diktri verloren, was nicht hätte sein müssen, aber was vermutlich nicht mehr benutzt worden wäre. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir das tun sollten. Ich denke, wenn Diktri nochmal relevant geworden wäre, wären wir eh schon tot. Ihr seht schon, Diktri hat diese Taktik hier jetzt nicht allzu lange durchgehalten. Aber auf Krampf daran festzuhalten und andere Pokémon in Knogger reinzuwechseln, wäre einfach nicht so klug gewesen. Ja, nach dem Berry-Fight bekommt man jetzt aber unglaublich viele Möglichkeiten, Pokémon zu encountern und die Welt wird jetzt ziemlich offen, bevor man zum nächsten Bosskampf muss. Und dementsprechend habe ich jetzt folgende Pokémon gefunden. Ich habe einen Zwirlfins bekommen, einen Lasknet, einen Knogger, einen Amidiffel, einen Lepomentas, einen Smetbo, einen Pelipper, einen Parasect, einen Hariyama, einen Volbeat, ein weiteres Smetbo und einen Pudox. Ihr seht schon, praktisch all diese Encounter hier sind wirklich schlecht, entweder physisch oder sowieso unspielbar, auch ohne Heißorb. Und dann sind auch noch beide Smetbos durch Wirbelwind geflüchtet, also gar nicht im Ball geblieben, und Pelipper, eines der wenigen speziellen Pokémon hier, wurde nach einem Vorschwächungsangriff weggecrittet, also auch das konnte ich nicht catchen. Es ist aber alles mir relativ egal gewesen, denn Hariyama war dabei. Hariyama hat die Fähigkeit Adrenalin, die den Burn ignorieren kann und Hariyama sogar stärker macht. Das ist eines der besten Pokémon, die ich im gesamten Run finden kann und es strahlt eine absolute Übermacht aus. Und es ist zudem auch noch so bulky und hat so viele KP, dass der Heißorb, also der Burn-Schaden, gar nicht so ultra krass mattert. Und ich bin dann weitergegangen zu Hildas Arena, die ja normalerweise Kampf-Pokémon spielt, und konnte jetzt mein Team auch ein bisschen modifizieren mit den ganzen TMs aus dem Einkaufszentrum in Schlaede. Und dadurch ist mein Team hier noch ein bisschen stärker geworden. Der Kampf gegen Hilda beginnt mit einem Lucario, das ist lustig. Aber gut, ich habe Durchbruch, Hariyama jetzt vorne mit Adrenalin. Eine der besten Funde, die möglich gewesen wären. Vielleicht sogar mit der beste. Neben halt Feuer-Pokémon. Kraftwelle. Ich werde nicht so viel Schaden nehmen, nee. Mit Durchbruch könnte Lucario sofort One-Hit sein. Ehrlich gesagt würde es mich sogar wundern, wenn nicht. Ganz genau. Und das ist doch ein sehr guter Start. Ich muss sagen, dass Hariyama extremes Potenzial hat für diesen Run. Zedraking. Zedraking ist allerdings ein bisschen unpraktisch. Das Ding ist, Zedraking hat wahrscheinlich kein krasses Moveset. Ich mache Durchbruch. Genau, Lake und so. Das ist in Ordnung. Zumindest einen Durchbruch kann ich definitiv abfeuern. Und der macht auch, denke ich, ordentlich Damage. 50% locker. Ja. Hätte sogar gedacht, vielleicht noch ein bisschen mehr. Jetzt ist halt Blizzard von Jenny eine Option zum Beispiel. Die würde Lake resistieren, wenn sie einwechselt. Benny mit Strauchler wäre nicht ganz so toll, I guess. Ich würde gerne töten, um ehrlich zu sein. Wir gehen in Jenny. Perfekt. Umso besser. Würde ich heiß auf verbrannt und wir gehen auf Blizzard mit Step. Windhose ist eigentlich irrelevant, weil schlecht. Und wir müssen Blizzard. Es wird richtig spaßig mit Blizzard, wirklich. Zweiter Versuch. Windhose. Bitte. Wir müssen den zweiten Blizzard. Es macht so Spaß, die Attacke wirklich nochmal. Windhose. Ich werde gecrittet, aber Matt hat nicht. Ich misse dreimal in a row. Ernüchterndes Ergebnis an der Stelle. Wir können in Tiano gehen. Und damit vielleicht gegen Stallen. Wir können nämlich Amnesie, Erholung machen und dann sieht eigentlich gegen Zedraking sehr gut aus. Die Kacke ist Blizzard, bitte. Ich habe halt einfach nur Pech. Wir kassieren einen Burn. Dann gehen wir auf Amnesia. Blubstrahl kommt, okay. Ist in Ordnung. Return würde jetzt einfach Zedraking umbringen in der Aufwachrunde. Mit voller Kraft. Ohne Burn praktisch. Perfekt. Ja, dieses Relaxo-Play ist eines der besten Dinge, die wir haben können. Ich sag's immer wieder, noch ein Feuer-Pokémon und es sieht wirklich solide aus. Burn nervt natürlich jetzt. Tropius. Naja, Tropius ist eigentlich kein so starkes Pokémon. Wir haben Blizzard leider so ein bisschen verwirkt halt. Ich bin mir einfach Feuersturm. Tropius macht, glaube ich, gerade Wirbelwind. Was ärgerlich ist, aber es ist praktisch besiegt jetzt. Ja, es macht Wirbelwind. Ja, gar nicht schlecht. Wehe, du wechselst mein Lapras ein und es stirbt. Okay. Das wäre richtig frustrierend gewesen.
Die Chance hätte aber durchaus bestanden. Ich denke, bevor ich hier weitermache, gehe ich auf Schlafbruder, damit nämlich genau das nicht passiert. Er wollte wieder Wirbelwind machen, das war so klar. Ein bisschen dreckig, die Strategie. Hat er überhaupt eine Pflanzenattacke? Doch, er hat Rasierblatt. Dagegen kann ich nichts tun. Pokostoß würde ja auch nichts bringen, deswegen gehen wir raus. Ich kann in Pino gehen für Blizzard, stimmt, das haben wir auch noch. Noch so neu. Aber das ist auch ein gutes Pokémon jetzt. Tatsächlich kann ich es auch mit Pixie machen. Durch Magieschild nehme ich keinen Burn Damage und ich kann Pixie als Avatar mit allen Elementarangriffen spielen. Feuersturm könnte sogar reichen. Ich gehe auf Blizzard, es wird schon nicht ein viertes Mal ein bisschen. Okay, damit haben wir's. Ja, mein Team ist besser geworden, man hat es auf jeden Fall deutlich gemerkt. Dieses verdammte Seedraking hier war ziemlich gruselig. Ich konnte es aber dann doch ganz gut besiegen und man sieht schon, Hariyama ist krass, oder? Ich meine, ich konnte ihm sogar die Elementarschläge geben von einem NPC in der Nähe von Weideburg, was ich noch gar nicht angesprochen hatte. Dem sein Moveset ist auch insane. Hariyama wird einiges für diesen Run hier leisten können, wenn ich es halt am Leben halten kann. Auf was ich aber auch heute mal wieder nicht so wirklich eingehen werde, ist der Rivalenkampf in Weideburg. Der war einfach mal wieder ziemlich einfach, obwohl ein Randomizer vielleicht sogar gute Pokémon kriegen kann, das war aber hier absolut nicht der Fall. Wir kommen also sofort zu Marinus in der 5. Arena und hier gab es jetzt eine weitere große Machtdemonstration von einfach Hariyama. Marinus hat geleadet über ein Lamus und das konnte ich sehr effektiv angreifen und sogar outspeeden mit Hariyamas Donnerschlag, um das Teil zu two-shotten, und währenddessen hat es sogar einen Trank verschwendet von Marinus, was mir relativ gelegen kam. Und nach Lamus ging es dann weiter mit einem Miltank, was sogar seinen Headbutt hat, um Hariyama sehr effektiv anzugreifen. Ich wusste aber, ich bin dermaßen bulky, dass das okay sein sollte. Und ich konnte deswegen drinbleiben, auf einen Miss hoffen und auch Miltank einfach so one-shotten. Und als dann Flamara reinkam, als Marinus letztes Pokémon, bin ich rübergegangen auf Lapras, um das sehr effektiv über Wasserattacken einfach mal so zu entfernen. Ich kann aber an der Stelle direkt dazu sagen, der Run ist jetzt nicht komplett geschenkt, weil wir Hariyama haben. Ich meine, das Pokémon wird jetzt natürlich einiges reißen, ich kann aber garantieren, der Run hier wird noch ziemlich spannend werden und es passiert noch einiges, also seid jetzt nicht zu traurig, dass ich sowas gefunden habe, es kommt noch einiges auf uns zu. Und was jetzt auch noch auf uns zukommt, ist der erste Kampf gegen Cyrus in Elysis, der ist aber mal wieder kein richtiger Bossgegner. Bevor wir jetzt aber direkt zum Rivalenkampf in Fleetburg kommen, konnte ich zunächst mal einige weitere Pokémon fangen und ich habe mir jetzt einen Nebulak geholt, ein Flamara, ein Quapuzzi und ein Klingplim. Bei Nebulak allerdings bin ich bewusst geflohen, in der Hoffnung später noch Gengar zu finden, was ein recht guter spezieller Angreifer ist. Und wenn ich Nebulak halt gefangen hätte, hätte ich es nie wirklich zu Gengar machen können. Flamara war allerdings ziemlich genial, weil das ist jetzt endlich mal ein Feuer-Pokémon. Und tatsächlich kann man sogar Flamara hier in Gen 4 physisch spielen, wenn man möchte. Und das will Flamara eigentlich ganz gerne auch so haben, es war aber in Gen 1 bis 3 nicht möglich. Es also in Gen 4 zu finden, eröffnet zumindest einige Möglichkeiten. Tja, und dann ging es weiter beim Rivalenkampf in Fleetburg. Und das ist jetzt einer der größten Difficulty Spikes aus dem gesamten Spiel, weil der hat 5 voll entwickelte Pokémon und er ist sehr krass gelevelt. Das Spiel zieht jetzt wirklich deutlich an und ich werde auch diesen Kampf hier mal wieder mit Live-Reaktion zeigen, weil hier durchaus Runs scheitern können. Ich habe hier schon diverse Nuzlocks verloren. Barry beginnt mit einem Schwallboss, das ist ein bisschen blöd für Zweino. Ich meine, ich kann ihn one-shotten, I guess. Das Problem ist nur, okay, er hätte Flügelschlag machen können. Ich habe gehofft, dass er mit Doppelteam missplayt. Was heißt Missplay? Es kann mattern. Bitte triff. Okay. Dann wird es jetzt eklig, ich versuch's nochmal. Ich habe keine Zeit, jetzt 1000 Mal daneben zu schlagen. Überhaupt nicht. Oh Gott, habe ich Pech. Okay. Ich muss es nochmal probieren. Oh mein Gott, ist Barry ehrenlos. Was? Ja, einmal kann ich noch. Es ist so fucking unwahrscheinlich, auf plus 4 zu gehen mit Doppelteam. Okay, okay, okay. Damit ist mein Hariyama praktisch besiegt für den Fight, aber Schwalboss ist weg. Es ist fragil. Sehr, sehr fragil. Sehr, sehr schlechter Start, um ehrlich zu sein. Es hätte noch schlimmer kommen können letztlich, weil es ist niemand gestorben oder so, aber... Naja, Makago. Ja gut, das ist... tot? Warum Makago? Ja. Okay, das war... weird. Ich glaube, er mochte sein eigenes Pokémon nicht, er wollte es mal kurz wegopfern, was soll's. Er wollte den Chip-Damage auf Hariyama haben wegen dem Burn, I guess. Nidoking. Nidoking hat kein Moveset und ich hätte Ice Heat, aber
Man muss es nicht provozieren. Ich habe eh gerade den Lead. Ich habe natürlich Pino rein theoretisch, aber es wird Doppelkick vermutlich kommen. Gefällt auch Jelly nicht so sehr. Übrigens auch nicht Tierno. Ich könnte mit Alessandra neutrale Flammenwürfe abfeuern, das wäre nicht schlecht. Benny hat halt nicht wirklich was dagegen. Wobei, ich kann Benny einwechseln, Schlafbruder und dann mit Flamara. Ist es ein bisschen zu sicher gespielt. Ich habe halt keinen Bock, Fuchtler zu fressen. Auf Flamara sofort, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Beziehungsweise, ich kann mit Gigasauger einfach töten, ehrlich gesagt. Wir machen Schlafbruder. Vielleicht kann ich dann fast ohne Damage Nidoking besiegen. Gigasauger müsste so um die, ja, 40% Damage machen. Two-Shot wäre ziemlich krass. Definitiv und fest. Machen wir 50%? Ich meine, Crits gibt's auch, theoretisch. So 40%, wie ich mir dachte. Damit können wir zumindest den Burn-Schaden negieren. Und wir kriegen keinen weiteren Schaden mehr. Und dann sind schon nur noch zwei Pokémon. Ich glaube, dass wir Adam tatsächlich erreichen. Und dann haben wir eine relativ angenehme Zeit bis Frieda vor uns. Eigentlich, wenn alles gut läuft. Und tatsächlich war Nidoking Two-Shot-Range. Ärgerlich, sie da nicht gekriegt zu haben, die Range. Aber er wacht zumindest nicht auf. Wir gehen auf 92 KP, kriegen nochmal Burn-Schaden. Ja, mit so um die 70 KP könnte man das nächste Pokémon noch einschläfern. Vor allem, wenn es physisch ist. Vielleicht hat er ja kein gutes Matchup. Jetzt so ein Wasser-Boden-Pokémon wäre toll für Benny. Glaziola. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Aber da können wir hart switchen einfach in Flamara. Und gewinnen, basically. Da kommt nicht wirklich was auf uns zu. Man könnte hier sogar mit Relaxo theoretisch reingehen. Wäre auch denkbar. Eissturm. Senkt immerhin die Init. Ich hatte ein bisschen Angst bei Doppelteam, ehrlich gesagt. Weil wenn wir wirklich mal 20 Runden oder so nicht treffen, was passieren kann, das hatten wir alle schon in Asblocks. Bin ich so dermaßen an die Wand gespielt dann. Flinch, bitter. Ich befürchte, dass Feuersturm nicht gewonshottet hätte. Okay, es hätte gewonshottet. Deswegen hatte ich Flammenwurf gedrückt. Naja, gut. Hauptsache Glaziola ist weg. Bitte kein Flinch. Gut, ich hätte auch nicht riskiert, dass wir hier weggecrittet werden. Wäre ich da nochmal in Relaxo gegangen. Was ist das letzte Pokémon? Wir haben noch einige Ressourcen übrig. Lapras auch noch nicht gekämpft. Amaldo! Das ist tatsächlich was für Lapras. Kann man nicht critten übrigens, Amaldo, wegen Kampfpanzer. Wir gehen rüber. Gegen Jenny. Und haben nichts zu befürchten, oder? Surfer müsste Two-Shotten. Vielleicht sogar One-Hitten, ehrlich gesagt. Amaldo ist relativ schlecht. Antikraft Omni-Boost könnte kommen, okay. Aber Amaldo macht halt überhaupt keinen Schaden. Spezielle Antikraft mit 60er Basisstärke ist halt auch nicht so lit. Surfer. Ich hätte Abgesang drücken können, aber nee. Und es reicht sogar. Perfekt. Okay, war kein so schlimmer Berry-Fight. Der Doppelteam allerdings war gruselig. Insgesamt lief der Kampf hier relativ gut, weil die Pokémon von Barry nicht so krass waren. Man merkt aber schon direkt, dass Hariyama sehr wichtig ist fürs Team. Und wenn ich halt bei Schwalbus zum Beispiel sinnlos vorgeschwächt werde, kann ich es dann nicht mehr wirklich benutzen. Und gegen starke Teams könnte ich dann ein Problem kriegen. Vor dem nächsten Bosskampf konnte ich aber dann noch ein bisschen encountern, ich habe aber nichts wirklich Gutes mehr gefunden. Ich habe ein Velia bekommen, was halt speziell angreifen kann, natürlich, aber mit Burn ist es als Tank praktisch nicht zu gebrauchen. Und dann habe ich einen Vipitas gefunden, was absolut unspielbar wäre und das wurde dann auch noch Turn 1 weggecrittet, als ich es vorschwächen wollte. Aber gut, kein großer Verlust. Und dann bin ich in die Arena von Adam gegangen, der ist aber im Randomizer nicht so stark. Der hat nämlich nur drei Pokémon, also kein wirklich ausgewogenes Team und er hatte hier nur einen Sonfill, einen Slymoke und einen Roserade und er war kein ernstzunehmender Bossgegner. Und direkt danach kommen dann die Commander von Team Galactic, die auch im Randomizer für gewöhnlich nicht so stark sind. Saturn hatte hier ein Hypno, ein Arbok und ein Bronzong und vor allem Bronzong konnte ich prima besiegen über Flamara, deswegen hatte ich da relativ wenig Schwierigkeiten. Und dann kam Commander Mars und die hatte hier Schluckweg, Minun und Amoroso und da hätte höchstens Amoroso gefährlich werden können, dagegen hatte ich allerdings Tangulos. Also die Commander waren mal wieder nicht so schwierig, das ist aber praktisch jedes Mal so bei Challenge Runs, vor allem wenn man gute Pokémon hat. Auf dem Weg zu Frieda habe ich aber dann wieder neue Pokémon bekommen und zwar konnte ich dann Felino fangen, was als Morlord ganz okay ist, könnte man speziell spielen, ist aber mit Burn auch nicht gerade das Beste der Welt und ich habe einen Shinux gefunden, was jetzt auch nicht unbedingt im Burn kämpfen möchte, also nicht wirklich die besten Encounter für so eine Burn-Lock hier und dann ging es weiter mit Friedas Arena.
Frieda ist jetzt die erste Arena-Leiterin mit 4 Pokémon. Es wird also jetzt ein bisschen schwieriger. Die sind auch mal wieder natürlich alle voll entwickelt. Und deswegen war der Kampf hier gar nicht mal so einfach. Sie begann hier mit einem X-Bart, was ich angreifen konnte über Ice Punch von Hariyama. Allerdings wurde ich über Windschnitt gecrittet und Hariyama war im tiefen gelben Bereich. Ich wusste also, mit Hariyama werde ich hier nicht mehr so viel reißen können. Und dann ging es weiter mit einem Phenon-Tor, wo ich jetzt sehr dankbar dafür war, dass ich Flamara besessen habe, weil jetzt konnte ich mit Feuer hier sehr effektiv angreifen, Frieda sogar einen Trank rausleachen und damit Feuersturm einfach so finishen. Das ist eine Sache, die kann man recht häufig machen und die war hier relativ gut. Ja, und dann kam als drittes ein Lumineon rein, was ich gut wallen konnte über Tangelos trotz Burn. Ich meine, ich kann ja sehr effektiv angreifen und Tangelos hat hier nicht wirklich was zu befürchten. Wo es aber dann noch ein bisschen komplexer wurde, war bei Voltenso. Voltenso ist mal wieder ein Pokémon, was all meine Pokémon nicht so perfekt bekämpfen können. Und wenn Hariyama dann schon im gelben Bereich hängt und auch Flamara schon ein bisschen was getan hat, wird es ein bisschen brenzlig. Ich habe dann auch versucht, ein bisschen was zu machen halt über Lapras, weil ich wusste, Donnerzahn würde mich garantiert nicht one-shotten. Und ich habe dann auch noch Relaxo rausgeholt und ich habe Voltenso klein bekommen. Aber selbst kleinere Pokémon wie Voltenso, die eigentlich nicht die größte Gefahr der Welt ausstrahlen, werden halt schon schnell ein bisschen brenzlig, einfach wegen dem Heißorb auf jedem Pokémon. Vor allem, wenn es Hariyama mal wirklich schlecht gehen sollte. Aber insgesamt war Frieda eigentlich ganz gut besiegbar. Und daraufhin habe ich dann vom Spiel ein sehr großes Geschenk bekommen. Und zwar habe ich am See der Stärke ein Flamly encountered. Und Flamly ist hier wirklich genial. Das wird zu Logok, ein Feuerkampf-Pokémon, was physisch angreifen kann, was ja bei dem Run hier relativ selten ist. Und ganz wichtig, Leute, es kann Setupen über Bulk Up ohne Burn-Schaden zu nehmen. Es hat also ziemlich großes Potenzial für die Challenge und Flamly war einer der besten Encounter, die ich hätte finden können. Über was ich aber auch heute mal wieder nicht so wirklich reden werde, sind die beiden Bosskämpfe in Schleiede im Galaktik-Hauptgebäude. Denn man muss jetzt gegen Cyrus kämpfen, der nur 3 Pokémon hat, und dann gegen Saturn, der auch nur 3 Pokémon hat. Es sind im Randomizer keine krassen Bosskämpfe mehr an dem Punkt und einfach eher Randerscheinungen. Ich denke, wir wissen alle, was aber gleich kommt, und zwar das Finale der Galaktik-Story, und das ist wesentlich spannender. Wir kommen also, würde ich sagen, jetzt mal dazu. Und auf der Sperrsäule musste ich dann antreten gegen Commander Mars und Jupiter gleichzeitig zusammen mit Barry, und sämtliche Pokémon sind hier gerandomized. Das ist ein kompletter XXL-Doppelkampf, wo alles Mögliche schiefgehen kann und all meine Pokémon brennen die ganze Zeit. Das kann also praktisch nur Chaos werden und es ist potenziell auch eine große Gefahr für beispielsweise Hariyama. Das ist ein sehr interessanter Start hier beim Doppelkampf. Wir kämpfen gegen Azumarill und Quaxo und haben nur Schluckwäsche als Partner. Ich könnte es töten. Ich denke, ich werde als zweites, wenn es irgendwie geht, Logok benutzen vielleicht und mit Erdbeben Schluckwäsche töten. Das wäre actually eine Möglichkeit. Wir machen erstmal Thunder Punch und dezimieren Azumarill. Wenn Quaxo Abgesang macht, dann hat Barry einen Grund zu wechseln, was eigentlich gut für mich ist. Heißt aber auch, wir versuchen den linken Trainer zu dezimieren. Ein Kill. Swagger ist... Oh Gott. Jetzt sind wir stärker als Mega Rayquaza. Mutig mir das zu geben, auf jeden Fall. Horter. Oh nein, okay, wir werden auf jeden Fall nur Blödsinn sehen von Barry bei diesem Fight. Ich muss praktisch alles alleine machen. Gar nicht gut. Das kann hart backfiren. Was haben wir noch? Garados. Oh. Oh, da ist man einer Boost weg. Mit Thunder Punch wäre er One-Hit. Und Schluckwäsche ist noch nutzloser als vorher. Tatsächlich hat hier gerade Garados Dragon Dance Nassschweif. Das ist nicht so witzig. Ich könnte natürlich in Lapras gehen jederzeit, das hat H2O Absorber, stimmt. Das heißt, ich könnte eigentlich Thunder Punchen einmal. Und falls ich es halt nicht rauskriege, dann ist okay. Garados Mist, Nassschweif, mach keinen Dragon Dance. Treffen wir? Selbstverständlich nein. Und Sprungfeder kommt gegen 2-0, das ist nachvollziehbar. Schluckwäch macht Toxin. Okay, das ist gar nicht schlecht, Barry. Ich selbst dürfte es nicht nutzen, aber wenn Barry das macht, dann soll es mir recht sein. 2-0 ist für den Kampf praktisch jetzt verloren. Wir gehen rüber auf Jenny. Jenny hat auch Donner. Perfekt. Safe Switch. Da kommt die Sprungfeder. Sprungfeder auf Schluckwäch? Das ergibt keinerlei Sinn. Aber gut so, wir hätten nämlich die Paralyse gar nicht gemocht. Horta 2. Wenn Barry Entfessler macht, kann er vielleicht was killen. Ich meine, wieso nicht? Jenny ist hier gerade extrem stark halt. Ich muss aber Donner erstmal treffen. Thunder auf Garados. Oh, oh Gott.
Ja, das ist natürlich lucky. Jetzt kann Donner nicht mehr missen. Das war kein so gutes Play, Mars. Eventuell war das kein so gutes Play. Tschüss. Das war reiner Selbstmord gerade. Bitte Quaxo, mach keinen Swagger auf mich. Ach, warum denn? Soll ich Quaxo töten? Eigentlich will ich Mars vorher ausschalten, damit sie alleine spielt. Die Jupiter. Und es kommt zweier Entfessler. Reicht das? Nee, ne? Oh Gott, das ist ja gar nichts. Wir müssen 200er Basisstärke oder so haben. Wie Pietes! Okay, das ist perfekt. Ich versuche Quaxo, glaube ich, umzubringen hier. Ja, ich habe keinen Bock auf jede Runde Swagger, komm. Ist es tot? Es ist tot. Perfekt. Ich habe so viel Glück in diesem Run. Boah, wenn wir die Burn Block wirklich in First Try schaffen, das wäre unfassbar. Quaxo weg. Knirscher für gar keinen Schaden. Okay. Das ist ein bisschen traurig, muss ich sagen. Jetzt die Frage, was Jupiter noch kann. Quaxo zu töten war ein bisschen risky eigentlich. Burn Damage. Mammutel, oh. Ja, das war ein bisschen mutig vielleicht. Was machen wir mit Mammutel? Benny ist nicht so gut, Peppy ist nicht so gut, Pino vielleicht. Pino vielleicht mit Feuersturm. Da würde ich vielleicht Vipitis erstmal stehen lassen sogar. Tiano mit Feuersturm wäre auch denkbar. Der würde aber Burn-Schaden nehmen. Ich bin für Pino. Doppelschlag ist mäßig gefährlich, Mammutel. Hat Mammutel kein Moveset? Das wäre natürlich prima. Dunkelnebel? Okay, der bringt Horta jetzt noch richtig viel Kappa. Oh Gott, er macht Verzehrer auf. Wait, what? Aha. Barry cheatet also, okay. Ja gut, das Horten zählt tatsächlich noch, auch wenn die Boosts eigentlich gar nicht mehr drauf sind. Schluckfläche ist einfach nur anwesend. Ja, wir machen mal wieder alles alleine. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Feuersturm. Double Slap geht auf Pino, aber macht keinen Damage. Wie viel Schaden machen wir Mammutel? 50%? Oh Gott, ist das wenig. Alter, der hat ja auch Swagger. Was ist das denn? Okay. Schluckfläche denke ich so, ja Mann, ich mache Horta gegen Dunkelnebelgegner. Das macht auf jeden Fall Sinn. Es regnet weiter. Ach so, lol. Es regnet ja. Ich bin so dumm. Wisst ihr was? Ich mache Hyperbeam auf Mammutel, dann ist es tot. Ist vielleicht ein bisschen mutig, aber ich kann mir den Tod von Pino sogar erlauben. Während Vipitis ja eigentlich nur Bullshit macht und Jupiter jetzt ein weiteres Pokémon einwechselt, es müsste legit ein Kampf-Pokémon sein, um mich loszuwerden. Und es hätte sie wohl schon längst eingesetzt einmal. Bitte stirb nicht, Pino. Selbstverletzt. Aufgehört zu regnen. Kramchef. Oh nein, das ist erstaunlich stark tatsächlich. Ränkeschmied. Okay, kein Borschnabel, ich dachte. Dann wird Pino auf jeden Fall leben. Ich denke, es war ein gutes Play. Feuersturm mit Hyperstrahle gibt sogar Sinn. Vielleicht Toxin? Nö. Schluckweg entscheidet sich gar nichts zu tun. Also rein theoretisch könnten wir hier sterben, weil ich glaube, dass Kramchef noch Verfolgung hat, maybe. Wäre uncool. Meine Optionen gehen mir gerade aus, aber ganz, ganz krass. Ich könnte in Tiano gehen. Ich gehe in Tiano, glaube ich. Okay, wir dürfen wechseln, gut. Vielleicht hätte ich Schluckweg doch töten sollen. Nachthieb mit super Luck. Es passiert nichts, Knirscher. Warum werde ich jetzt gefokust? Oh nein. Ach, Barry. Och, Barry. Ich versuche mich gegen zu erholen. Also die Ränkeschmiede werden zu nichts führen von Kramchef, das ist das Gute hier. Die sind mir tatsächlich egal. Der Swagger-Spam ist hier eher das Problem. Ich glaube, ich sollte Pixie opfern, um vielleicht in Logok zu kommen. Into Erdbeben. Wenn hier Ränkeschmied was machen würde, wäre ich legit Game Over. Und er lernt später noch Dingens, ne? Ich hasse dich, Schluckweg. Später lernt Kramchef noch Finsteraura. Also es wäre sogar möglich, dass es einen guten Move hat damit. Ich mache einen vollwertigen Kraxler gegen Kramchef, wenn es soweit kommt. Nachthieb. Superluck triggert nicht. Es kommt wieder Swagger. Bin hier gerade im Limbo gefangen irgendwie. Ich würde ja hoffen, dass irgendwann mal die Gegner das Schluckweg töten, aber
Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Wir werden uns am Kramchef jetzt fokussieren und versuchen, das auszustallen. Und dann wird Kramchef zugrunde gehen, während Vapitas nicht wirklich was tun kann. Richtig unangenehmer Kampf. Nachthieb superlackt. Critte doch einfach mal Schluckwächtrot, ganz ehrlich. Oh, das war nicht mal ein Crit. Dunkelnebel. Damit sind meine Boosts weg. Das ist vielleicht sogar gut für mich. Das macht Schluckwäsch. Es verletzt sich selbst. Ist es tot? Nein. Achso, stimmt. Das hat er seine Boosts jetzt gerade verloren. Ich bin immer noch für Kraxler. Nachthieb. Gut, Schluckwäsch ist jetzt endlich mal tot. Und es hat sogar noch ein Pokémon erfolgreich vergiftet. Mehr hätte Schluckwäsch jetzt eh nicht mehr tun können. Knirscher. Bekommen einen Drop. Das soll mir recht sein. Wir sind nicht mehr verwirrt. Und Kraxler trifft. Wunderbar. Dann ist jetzt Kramchef sehr schlimm zugerichtet. Wir können wechseln. Es hat noch eine Beere, aber in 2 Runden wird es am Gift sterben, glaube ich. Spätestens in 3. Ne, in 2. Kriegen jetzt auch wieder einen Burn. Rehornior. Okay, das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass Barry mich nicht mit Erdbeben tötet. Oh Gott. Barry, nein. Dadurch, dass Kramchef scheinbar keine Flugattacke hat, kann ich in Benny gehen. Ehrlich gesagt werde ich, glaube ich, Rehornior töten, oder? Nachthieb. Knirscher. Ja, physisch darf ich gerne gefokust werden, das ist in Ordnung. Bekommen Decrease, ärgerlich. Rehornior mit Felswurf, okay. Damit ist Kramchef tot. Mit Barry ist es kein Doppelkampf, sondern ein 1 gegen 3. Ja, so fühlt es sich ein bisschen an, ehrlich gesagt. Gott, das ist ein krüppeliger Kampf. Level 46. Die Heißorbs machen es auch nicht wirklich angenehmer, um ehrlich zu sein. Ich will jetzt kein 31er sein, aber Giftzahn. Mit Crit wäre ich tot. Wobei, selbst das wäre sehr knapp geworden. Ich will jetzt kein 31er sein, aber Schlürf. Tut mir ein bisschen leid, Barry, an der Stelle, aber ich habe gar keinen Bock, dass du mich umbringst. Tut mir leid, Barry. Wechsel bitte was anderes ein. Vielleicht ein Out gegen Gift-Pokémon? Ich weiß auch nicht. Wäre vielleicht eine Idee. Okay, Omot hat, glaube ich, einen Psybeam oder so. Wir gehen auf Peppy. Jetzt ein Psybeam gegen Logok. Und ich bin tot. Imagine. Die ultimative Rache. Oh, sein Headbutt. Wow, physisches Omot. Gimmicky die Idee, aber warum nicht? Nicht mal 50% Damage sprechen für sich an der Stelle. Wäre schon gemein, wenn ich jetzt Feuerschlag gegen Barry machen würde, oder? Erdbeben. Schade, Omot. Bin vielleicht nicht der beste Teamplayer, aber wir haben gewonnen. Ja, Barry und ich haben schon mal besser zusammengespielt. Aber ich bin zufrieden. Es ist niemand gestorben, was eigentlich schon verwunderlich ist für diese Stelle. Der Kampf auf der Speersäule ist eigentlich ganz gut verlaufen, zumal ich hier recht gute Matchups hatte, auch unter anderem durch Hariyama. Aber wenn halt Kämpfe so dermaßen lang sind und im Doppelkampf auch stattfinden, dann mettert der Burn-Schaden irgendwann schon deutlich, vor allem wenn man mal gedoppelt wird, also hier hätte deutlich mehr passieren können. Und auch Barry hat ja hier durchaus ein paar Pokémon verloren, das ist allerdings nicht mein Problem. Ja, das war es aber natürlich nicht mit dem Finale von der Galaktik-Story, weil jetzt kommt auch noch Cyrus in der Zerrwelt und das ist der stärkste Trainer von ganz Team Galaktik und der hat 5 vollentwickelte Pokémon, die jetzt besser gelevelt sind als alles zuvor dagewesene. Der mit Abstand bis der schwierigste Bosskampf, also viel Spaß damit. Cyrus beginnt mit einem Letaking mit Konter. Ehrlich gesagt glaube ich, es ist trotzdem One-Hit und es hat auch Angeberei und das sollte die KI wahrscheinlich lieber einsetzen, genau. Ich habe also einen Trefferversuch einfach so free, beziehungsweise sogar 2, weil Letaking muss ja aussetzen. Ich bin jetzt dermaßen übermächtig, dass ich alles one-shotten würde, wenn ich treffe. Und misse natürlich. Okay, das ist richtig schlecht. Das ist jetzt natürlich eine richtig unangenehme Situation, aber ich fürchte, ich muss es nochmal probieren, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel in Benny gehe, fange ich an zu brennen. Er hat die Aussetzrunde, dann greife ich an mit Schlafbruder und werde höchstwahrscheinlich geswaggert in der Runde, wo ich das probiere. Wenn ich direkt in Peppy gehe,
und Protzer-Setup mache, fresse ich auch direkt Swagger oder werde totgekontert, wenn ich zu wenig Schaden mache. Es wird alles geswaggert. Das ist richtig ekelhaft. Das ist der wichtigste Coinflip meines Lebens. Okay, jetzt haben wir ein riesiges Problem. Hier stirbt Zwino. Mein bestes Pokémon. Okay, jetzt wird's interessant. Wir gehen auf Peppy, I guess. Oder... Ich muss auf Peppy gehen. Protzer. Was macht Data King jetzt? Macht er Swagger? Ne, er wollte kontern. Darauf habe ich gehofft. Nochmal Protzer. Peppy ist jetzt mein neuer Lead, glaube ich, ab jetzt. Weil ich mir tatsächlich gar nicht sicher bin. Wir werden aber noch einen Counter kriegen jetzt. Ich könnte die Lücke füllen. Noch ein Protzer vielleicht. Dann wiederum Doppelkick müsste jetzt killen eigentlich. Ich mach Doppelkick. Er macht Swagger. Oh Gott, das ist so ekelhaft. Aber meine Verteidigung ist auch geboostet. Also ich werde jetzt nicht den vierfachen Selbstverletzungsschaden nehmen oder so. Ich verliere den dritten Coinflip. Ich bin nicht mehr verwirrt. Zack. Gut, wir sind auf plus 4. Und ich bin mir nicht sicher, ob Doppelkick eben gekillt hätte. Ich glaube, Konter hätte vielleicht Peppy auch noch in den Tod gerissen. Ich meine, okay, dann hätte ich Flamara spielen können. Das wäre nicht komplett furchtbar, aber auch nicht gut. Hypno. Hypno ist der Nächste. Aber Hypno ist langsamer als ich, oder? Wir sind definitiv schneller als Hypno. Ich habe nur noch mal zur Sicherheit nachgeschaut. Ja, Feuerschlag hilft. Wir sollten jetzt immerhin einen Easy Sweep haben mit Peppy. Das ist ein Lichtblick. Er ist tot. Bitte hab kein Out gegen Logok. Damit wir zumindest hier die Zerrwelt schaffen. Togekiss. Togekiss hat denselben Init-Wert wie ich und Luftschnitt. Ich meine, ich könnte das Out sweepen. Aber nein, oder? Er hat auch Aura Sphäre, das ist das Problem. Okay, da greift mein gesamtes Team sehr effektiv an. Ach, bitte. Okay, gut. Cirrus ist gerade gar nicht witzig, Mann. Der Swagger-Treffer into lange Swagger-Chain und zwei Coinflip verloren hat schon ein wenig seine Spuren hinterlassen am Team. Tangolos, okay, das ist easy. Ich denke, wir haben gegen Cirrus gewonnen, die Outs sind gestorben. Aber zu welchem Preis? Der Run ist damit... absolut in den Seilen. Das Beste, was ich jetzt kriegen könnte, wäre Adrenalin Machomai. Und wir haben noch die Chance in Sonneweg, links von Sonneweg, über Sonneweg, vor der Siegestraße und in der Siegestraße. Und beim See der Kühnheit. Rex Blizzard, das war's. Immerhin ist Cyrus besiegt. Ja, der Hagelsturm, den kannst du dir auch sonst wo hinschieben, der ist dann... nicht mehr relevant. Wir greifen vierfach effektiv an und sind definitiv schneller. Wunderbar. Ariyama ist ein Schlag ins Gesicht, dass es gerade verreckt ist. Und bei dem Team muss ich sagen, hätte man es wahrscheinlich nicht mehr riskieren müssen, aber bei Leta King noch mehr Tode wegen Swagger und so zu riskieren und das ganze Team mit Burnford zu belasten, wäre definitiv ein Missplay gewesen. Tja Leute, es ist wirklich passiert. Ich habe Ariyama in der Zerrwelt verloren. Und das sah jetzt erstmal unnötig aus, aber ich meine, was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich nicht angegriffen und Leta King hätte weitere Pokémon geswaggert und eventuell in den gelben Bereich gebracht. Und dann hätte Cyrus noch vier weitere spielstarke Pokémon gehabt. Dann wäre der gesamte Run gescheitert. Ich musste riskieren, halt nicht mehrere negative Coinflips zu fressen, die kamen aber dann und Ariyama ist leider gestorben. Aber gut, zumindest konnte dann Logok ein bisschen sweepen, dadurch, dass ich jetzt aber ohne Adrenalin in die Liga gehen muss später. Wird es sehr, sehr hart werden und es standen mir jetzt keine schönen Zeiten bevor. Ich habe also gehofft, dass ich bei den letzten paar Encountern rund um Sonneweg noch irgendwas Krasses finde, um Ariyama ersetzen zu können. Die Ausbeute hielt sich aber so ein bisschen in Grenzen. Ich habe ein Radikal gefunden, natürlich ohne Adrenalin, alles andere wäre ja zu einfach gewesen. Ich habe einen Hunduster bekommen, ein Bidizar, ein Vollriegel, ein Schlappohr und einen Bronzong. Praktisch nur unspielbare Pokémon. Ja, und zwei Feuer-Encounter.
Ich meine, natürlich ist Tunupto hier ziemlich solide. Das ist eines der besten Feuer-Pokémon, die ich finden kann. Und es ist auch ein Starter, weswegen es gute Base-Stats hat. Allerdings hatte ich an dem Punkt jetzt schon zwei spielstarke Feuer-Pokémon. Und Tunduster, also Hundemon, haben mir für mein Teambuilding jetzt nicht wirklich geholfen. Ich habe also jetzt nicht wirklich gut Hariyama ersetzen können, aber zumindest meine Feuerfront wurde jetzt ein bisschen stärker. Es gab aber noch einen weiteren kleinen Lichtblick, und zwar bin ich dann zu Volkner gegangen in der 8. Arena und der hatte hier nur einen Slymog, einen Luminion, einen Absol und einen Sazenia und sein Slymog hat dermaßen gemissplayed, dass ich über Protzaf und Logog einfach setupen konnte, um den gesamten Kampf zu sweepen. Also Volkner konnte mir nichts tun, ich habe aber dann auch leider keine weiteren Encounter mehr gefunden. In der Siegestraße kam nur noch Blödsinn, das heißt, ich muss jetzt mit diesem Pokémon gegen meine Rivalen im Ligagebäude antreten und dann auch gegen die gesamte Pokémon-Liga, am besten ohne weitere Pokémon zu verlieren. Und wie das gelaufen ist, Leute, das würde ich sagen, besprechen wir beim nächsten Part. Der gesamte Run hier war wirklich sehr, sehr spannend und der zweite Part hat auch noch einige coole Szenen in sich. Das bedeutet, wenn dich das Ganze interessiert, dann wartet einfach ein paar Tage und dann wird das Ganze ebenfalls hochgeladen. Und ihr könnt mir gerne schon mal euren Eindruck zu dem heutigen Run in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und da würde ich sagen, folgt mir auch gerne auf Twitch, wo ich halt diese Runs hier regelmäßig live verspiele. Wenn ihr Nuzlocke-Ideen habt, könnt ihr mir die auch gerne teilen. Und da würde ich sagen, lasst mir auch sehr gerne hier ein Abo da und dann sehen wir uns bald bei Part 2. Es wird nur ein paar Tage dauern. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.